US-Präsident Donald Trump hat den schwarzen Abgeordneten Eli Yakunins auf Twitter scharf kritisiert. Viele Demokraten springen ihrem Parteikollegen nun zur Seite. Update vom 29. Juli 2019. US-Präsident Donald Trump hat in einer Serie von Tweets gegen den schwarzen Abgeordneten Eli Yakunins ausgeteilt und damit neue Rassismusvorwürfe auf sich gezogen. Der 73-Jährige bezeichnete den Vorsitzenden des Kontrollausschusses im Repräsentantenhaus als brutalen Rüpel. Zudem schrieb Trump: Yakunins Bezirk ist ein widerliches, von Ratten und Nagetieren befallenes Chaos. Trumps neue Twitter-Attacke sorgte für große Empörung. Die ranghöchste Demokratin Nancy Pelosi sprach von einer rassistischen Attacke. Die Zeitung Baltimore Sun veröffentlichte einen Leitartikel, der mit den Worten überschrieben war: Besser ein paar Ratten und er. Nachbarschaft, als eine zu sein. Trump wies die Rassismusvorwürfe am Sonntag von sich. Es ist nichts rassistisch daran, auszusprechen, was die meisten Menschen ohnehin wissen, dass Eli Yakunins einen furchtbaren Job für die Menschen in seinem Bezirk und Baltimore gemacht hat, schrieb er auf Twitter. Therese Notin Grakis den starting plan we fat most people already know that Eli Yakunins has done a. Terrible job for the people of his district and of Baltimore itself. Dens alweis bleibt die Ratsekheit für den Teilare unabletogen wie Fakt. Sami. Donald J. Trump, et al. Donald Trump, 28. Juli 2019. Yakunins verteidigte sich gegen Trumps Kritik. Ich wache jeden Morgen auf und kämpfe für meinen Nachbarn, schrieb er auf Twitter. Er forderte den Präsidenten auf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um etwas an den finanziellen Schwierigkeiten von Familien in Baltimore und im ganzen Land zu ändern. Viele Demokraten sprangen ihrem Parteikollegen zur Seite. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, schrieb auf Twitter, Yakunins sei ein hochgeschätzter Kollege. Man werde rassistische Attacken auf ihn nicht hinnehmen.
Der Senator Chris Wenholen sagte der Washington Post, Trumps Tweet sei ein weiteres Beispiel dafür, was für ein rassistischer Rüpel der Präsident sei. Auch Vertreter aus Baltimore wehrten sich gegen die Angriffe auf ihre Stadt. Der demokratische Bürgermeister Bernard Young erklärte, es sei völlig inakzeptabel für den Präsidenten, eine pulsierende amerikanische Stadt wie Baltimore zu verunglimpfen. Cummings sei ein Patriot und ein Held. Video. Trump beschimpft afroamerikanischen Abgeordneten Cummings. Donald Trump. Neue Rassismusvorwürfe. US-Präsident beleidigt Abgeordnete und Date vom 28. Juli 2019. Donald Trump hatte erneut mit herablassenden Twitter-Botschaften über einen Abgeordneten Rassismusvorwürfe auf sich gezogen, erst Mitte des Monats. Hatte das US-Repräsentantenhaus rassistische Kommentare Trumps gegen vier demokratische Abgeordnete scharf verurteilt. Er warf Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib und Ayanna Pressler unter anderem vor, die USA zu hassen. Und rief sie auf, in die Herkunftslande ihrer Familien zurückzugehen, siehe unsere Meldung unten. Jetzt sorgte Trump erneut für Empörung. Er beschimpfte den afroamerikanischen Abgeordneten Elia Cummings am Samstag als brutal in Turnen und beschrieb dessen mehrheitlich von schwarzen bewohnten Wahlkreis in Baltimore als widerliches, von Ratten und Nagern befallenes Drechloch. Zahlreiche Abgeordnete der Demokraten verurteilten die Äußerungen als rassistisch. Machen sie mit und stimmen ab. Donald Trumps Hass gerade auf Twitter. Beleidigungen gegen Abgeordneten und dessen Wahlkreis. Trump ließ im Online-Dienst Twitter mehrere Tiraden gegen Cummings los, teilweise mit mehreren Stunden Abstand. Über den Wahlbezirk des prominenten Kritikers seiner Regierung schrieb der Präsident, er sei der schlimmste und gefährlichste Ort der USA. Kein Mensch würde dort leben wollen. Für Iso Muchmanisel tote Elia Cummings Distrikt Flint. Is considerate Boston and Mostanus an Ferenti United States. Nur human bein wult wann zu live terre. Fera is IP's money going. Hope noch is stolen. Investigate is corrupt miss immediately. Donald J. Trump, et al. Donald Trump, 27. Juli 2019. Trump zielte offenkundig auf die Kritik des Demokraten Cummings an seiner verschärften Asylpolitik an der Grenze zu Mexiko. Cummings habe sich über die großartigen Männer und Frauen des Grenzschutzes und die Lage an der Südgrenze der USA ausgelassen, während sein Baltimorer Wahlkreis weitaus schlimmer und gefährlicher sei, als Probenlast Victoring.
A Congressional Tour, Tibor der Isklingan, F. Kind und Veran, just verkraftet. Kumin District ist a Diskustin, Radänderung der infestet Mess. Ich spende mir einen Baltimore, mal bei Hikult Help klären ab dies früh. Dann rüssend fällt die Placidon an J. Trump, et real Donald Trump, 27. Juli 2019 Trump erntete wie schon vor kurzem falls rassistisch kritisierte Äußerungen über die demokratischen Politikerinnen erneut einen Sturm der Entrüstung. Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, nannte Trumps Twitter-Botschaften rassistisch. Cummings sei ein angesehener Kollege und trete für Bürgerrechte und wirtschaftliche Gerechtigkeit ein. Wir alle weisen die rassistischen Attacken gegen ihn zurück, erklärte Pelosi, die selbst in Baltimore geboren. Wurde. Trump sorgt mit böser Attacke auf junge Demokratinnen für Empörung, jetzt legt er nach 14.34 Uhr einen nach seinen von der Opposition als rassistisch verurteilten Twitter-Attacken auf US-Politikerinnen hatte US-Präsident Donald Trump nachgelegt. In Kurzbotschaftendienst Twitter verlangte Trump am Montag eine Entschuldigung der linksradikalen Kongressabgeordneten für die schlimmen Dinge, die sie gesagt haben. Am Sonntag hatte Trump mehrere Kongressabgeordnete aufgefordert, in die Herkunftsländer ihrer Familien zurückzugehen. Großbritanniens Premierministerin Theresa May nannte Trumps Anlassungen am Montag völlig inakzeptabel. Wann werden sich die linksradikalen Kongressabgeordneten